Dann wären wir jetzt also endlich bereit fürs Campen nach Yeti-Art. Zumindest fast bereit. Nein, zu hart. Zu weich. Zu blättrig. Ah, genau richtig. Vielleicht etwas zu richtig. Ich glaube, diese Schlafkatze braucht einen Yeti-Weckruf. Oh, Hi! Hi! Halt, das geht doch. Sieh mal, die Camper sind da. Yeah. Hallo Leute, herzlich willkommen zum Campen nach Yetis Art. Und freut ihr euch schon drauf, alles über die Yeti-Tradition zu lernen? Oh, ist das eine Yeti-Tradition? Das ist es. Spaß zu haben ist eine Yeti-Spezialität. Genau wie Recycling. Zum Beispiel eure Schlafsäcke da drüben sind komplett aus Laub gefertigt worden. Oh! Und wenn ihr morgen aufwacht, habt ihr gleich ein gesundes Frühstück. Das ist klasse! Also diese Yeti-Tradition sieht wirklich spaßig aus. Ich will das ausprobieren. Klar, jeder sucht sich einen Yeti-Kumpel und dann habt Spaß. Das macht so viel Spaß! Danke für das Päckchen, Erk. Das Yeti-Essen ist fertig. Oh, das sieht ja alles wirklich total essbar aus. Das war wirklich sehr lecker, danke. Also was mache ich mit meinem Teller? Gibt es irgendwo einen Mülleimer? Bei den Yetis gibt es keinen Mülleimer. Sie verwerten einfach alles weiter. Sogar diese Teller hier. Sie sind essbar. Oh, okay. Oh, das schmeckt ganz gut für einen Teller. Ha, ich hatte recht. Es ist alles wirklich total essbar. Jetzt, nachdem wir ein paar Yeti-Traditionen kennengelernt haben, wollt ihr vielleicht auch ein paar von unseren lernen? Definitiv. Woran hattest du gedacht? Also, wenn wir campen gehen, hocken wir uns gerne zusammen, tanzen und rösten ein paar Nammelbeeren-Marshmallows. Oh ja, Mama! Und das Beste daran ist, wir machen das alles nachts. Oh, die Yetis mögen nur das Tageslicht. Sie würden niemals rausgehen, wenn es dunkel ist. Niemals. Auf keinen Fall. Oh, Nachricht angekommen. Dann müssen wir wohl nur halb so viele Nammelbeeren sammeln gehen. Können wir euch bei den Vorbereitungen für die Nacht helfen? Komm mit, Bee. Habt ihr noch Dessertteller? Also, das nenne ich Gastfreundschaft. Oh, Bee. Darf ich fragen, warum ihr eigentlich nicht rausgeht, wenn es dunkel ist? Ihr habt Angst im Dunkeln? Hey, hab ich auch. Deswegen habe ich auch immer eine Sicherheitsdecke dabei und einen Sicherheitssnack. Und einen sicherheitsbesten Freund. Immer. Also, was machst du, um dich im Dunkeln sicher zu fühlen? Wow! Ist das eine Nacht-die-Nacht-Frucht? Ich habe vorher noch nie eine gesehen. Sie ist wunderschön. Oh, die Yetis benutzen diese Früchte schon seit Tausenden von Jahren. Sie fühlen sich mit ihnen in der Nacht sicherer. Nacht die Nacht! Wirklich schade, dass die Yetis uns nicht zum Campen begleiten. Naja, ich habe gehört, sie mögen im Dunkeln nicht draußen sein. Vielleicht brauchen sie ein paar Lampen, so wie die da oben. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Sieh nur, wie hell alles ist. Jetzt können die Yetis doch mit uns campen kommen. Ich werde sie rufen.
Hallo, Yetis! Kannst du hören, wie aufgeregt sie sind? Alles richtig gemacht? Oh, und da kommen sie schon, um sich zu bedanken. Also, ich finde nicht, dass dieses Heulen besonders glücklich klingt. Vielleicht ist es zur Hilfe, sie. Das wird es wohl sein. Bin gleich wieder da. Geht es allen gut? Wir haben ein Heulen gehört. Unglückliches Heulen. Keine Sorge, Drew. Ich mache diese Nacht die Nachtlichter gerade aus. Nein! Im Dunkeln und brauchen die Nachtlichter, um sich sicher zu fühlen. Oh, ich fühle mich schrecklich. Es ist nicht deine Schuld. Du hast es nicht gewusst, aber die Yetis werden ohne ihre Nachtlichter nicht schlafen können. Lass uns die Nachtlichter einfach wieder anschalten. Es muss ja einen Schalter oder so geben. Wir können sie nicht wieder anschalten? Wir müssen neue Früchte vom Nachtlichterbaum holen. Was ist mit diesen kleinen Lichtern? Könnten die nicht auch helfen? Diese Lichter sind schön, aber sie sind viel zu klein. Und außerdem sind sie viel zu dunkel. Das Einzige, was wir tun können, ist, neue Nachtlichter zu holen. Toller Plan! Wir warten doch bis morgen, bis die Sonne wieder scheint, oder? Ich glaube, so lange ertragen die Yetis die Dunkelheit nicht, Bee. Wo ist denn der Nachtlichterbaum? Tief im niemals endenden Wald? Wie tief? Oh, also sehr tief. Kannst du uns den Weg zeigen? Nur keine Sorge. Wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir das. Ich organisiere uns erstmal Wunschhilfe. Okay, Malau. Ihr werdet nicht mal merken, dass wir weg waren. Bis dahin, bleibt zusammen. Ja, mit mehreren ist man sicherer. Außer man ist ein Fischpusti-Cracker. Auf zum Wunschbaum, bitte, Kyomelo. Danke, Kyomelo. Wir sind gleich zurück. Sieh, unsere Campingnacht ist ruiniert. True, Bartleby, alles in Ordnung? Ich habe ein Heulen gehört. Nein, es ist gar nichts in Ordnung. Das war Yeti-Geheule. Wieso heulen die Yetis? Weil sie Angst im Dunkeln haben, was total nachvollziehbar ist. Das stimmt. Und die Besucher haben versehentlich die Nachtlichter ausgemacht und jetzt sind alle aufgebracht. Sie haben die Nachtlichter ausgemacht? Aber die Yetis benutzen sie schon seit Tausenden von Jahren. Das wissen wir. Okay, lasst uns sitzen und nachdenken. Okay, True, wie kann dir der Wunschbaum behilflich sein? Zuerst müssen wir den Nachtlichterbaum finden, damit wir mehr Nachtlichterfrüchte zurück ins Yeti-Dorf bringen können. Aber Snake hat zu viel Angst im Dunkeln, um uns den Weg zu zeigen. Also brauchen wir etwas, um den Weg durch den Wald zu erhellen, damit Bartleby und Snake keine Angst haben. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauberei. Reifelein. Zauberei in einem Wunschbaum. True, diese Wünsche sind unglaublich. Lass uns nachsehen, was in der Wunschklopädie über ihre Kräfte steht. Dein erster Wunsch ist Leuchti. Schön, dich wiederzusehen, Leuchti. Deine strahlende Persönlichkeit werde ich niemals vergessen. Wie du schon weißt, ist Leuchti ein Lichtwunsch. Er kann alles erhellen, egal wie dunkel es dort ist. Etwa sogar, lass mich überlegen, die niemals endenden Wald in finsterer Nacht?
Keine Sorge, Bee. Leuchti kann jeden Weg erhellen. Als nächstes haben wir Fallschirmchen. Fallschirmchen hat fantastische Fallschirmkräfte. Er kann dich aus jeder Höhe sicher nach unten bringen. Das ist sicher praktisch, wenn wir irgendwo weit oben festsitzen. Fallschirmchen! Haben wir vor, irgendwo weit oben festzusitzen? Zu guter Letzt haben wir noch Greiferlein. Greiferlein ist super klebrig und super elastisch. Er kann dir helfen, weit entfernte Dinge zu packen. Das ist fantastisch. Ich weiß zwar noch nicht, wie du uns helfen kannst, Greiferlein, aber wenn du Abenteuer magst, häng dich an uns ran. Greiferlein, wow. Susip, Sap, Wünsche in den Rucksack. Lasst uns den Nachtinachtbaum finden. Oh nein, wir haben keine Wünsche, um den Yetis zu helfen. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Okay, wir treffen uns bei Cubelo. Bring Snacks mit. Okay. Oh, sind da die Snacks drin? Keine Snacks. Nur die Zutaten für einen Leuchttrank, der die Yetis beruhigen soll, bis ihr wieder da seid. Tolle Idee. Los geht's. Das ist mein Freund Sie. Er wird euch helfen. Hey! Hallo. True, ich wusste nicht, dass es so viele Leute sind. Normalerweise brauche ich vor weniger Publikum. Du machst das schon, Sie. Profi-Tipp, übertreib es nicht mit dem wissenschaftlichen Kram. Aber ich rede nur über wissenschaftlichen Kram. Tja, dann viel Glück. Snake, bist du bereit, uns den Weg zum Nachtinachtbaum zu zeigen? Keine Angst, ich bringe euch strahlende Energie. Ich bringe euch die Erleuchtung. Ich bringe euch das Licht. Yeah! Passt auf. Snake, wenn du sagst, dass das ein düsterer, dunkler, gruseliger und schattiger Wald ist, gebe ich dir recht. Es ist wirklich ziemlich dunkel hier draußen, aber ich weiß, was zu tun ist. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, Zap, Zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Leuchti. Wunsch werde wahr. Hallo, Leuchti. Könntest du bitte diesen düsteren Wald für uns erhellen? Diesen, sehr düsteren, dunklen und einfach super gruseligen Wald? Seht ihr? Das ist doch schon besser. Alles klar, okay, ja. Also, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich kann den Boden sehen, ich sehe Bäume, ich sehe meine Fischpusti-Cracker. Oh, können wir eine kurze Snackpause machen, True? Na klar, Bee. Wie wäre es mit einer kleinen Pause, Leuchti? Leuchti! Einen für Snake und einen für True und einen für das gruselige Pflanzengeschöpf. Hab keine Angst. Das ist nur der Schatten dieser süßen kleinen Blume. Hier. Okay, es ist weg. Puh, was für ein Glück. Entspannt euch alle wieder. Bitte keine Schattenspiele mehr, okay? Nicht alle Schatten sind gruselig, Bee. Manche sind auch lustig. Hier, leuchte mit Leuchti auf meine Hände. Hey, das bin ich. Ich bin berühmt. Regenbogenkönig. Entzückender Enzian, ich bin sehr erfreut, dass euch meine Schattenshow gefällt. Du bist so gut darin, uns keine Angst zu machen, True. Das ging nur dank meines bezaubernden Gehilfen, Leuchti. Oh, Leuchti. Oh, entschuldigt, ich weiß, dass es hier irgendwo ist. Aha. Nein, das nicht. Ah ja, Pollen von der Lieblingsblume des Regenbogenkönigs. Und himmlische Teilchen. Ich meine Sternenstreusel. Ein guter Wissenschaftler weiß, wann er nach seinem Experiment schauen muss. Vielen Dank.
Netter Versuch, Duwald. Du? Ja, das klingt zwar wie ein großer Wasserfall, aber ich bin sicher, es ist bloß ein... Großer Wasserfall! Okay, ich erinnere mich an keinen Wasserfall hier. Wir waren noch nie hier, Bartleby. Aha, deswegen erinnere ich mich nicht. Snake, finden wir den Nachtinachtbaum da unten? Oh, ja! Sie sagt, wir müssen einfach nur dem Fluss folgen. Wie sollen wir denn da runterkommen? Das ist einfach. Wir werden springen. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Bartleby, wir müssen jetzt mutig sein. Die Yetis verlassen sich darauf, dass wir die Nachtlichter zurückbringen. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Fallschirmchen. Wunsch werde wahr. Hallo, Fallschirmchen. Könntest du uns helfen, sicher hier runterzukommen? Ja, Fallschirmchen. Leuchti, du sitzt auf meiner Schulter, okay? Fallschirmchen, du musst so groß werden, wie du kannst. Alles klar, Leute. Eins, zwei, drei, spring! Zurück in den Rucksack. Oh Gott. Also gut, Leute, wir suchen nach einem riesigen, im Dunkeln leuchtenden Baum. Kommt mit. Das nächste nenne ich Blitze in der Flasche. Zuerst nehmen wir gefrorenen Regen. Oh. Dazu ein Büschel Sturmwolke. Ein paar Krümel negative Elektronen und schütteln. Vor vielen Leuten zu performen ist wirklich toll. Warum habe ich mir solche Sorgen gemacht? Voila, Blitze in der Flasche. Hey, Snake, meine Pfoten werden langsam müde. Ist es noch weit bis zum Nachtinachtbaum? Ich glaube, das ist der Nachtinachtbaum. Danke für deine Hilfe, Leuchti. Leuchti. Zurück in den Rucksack. True, wieso ist der Nachtinachtbaum so dunkel? Ich weiß es nicht. Lass uns doch mal nachsehen. Snick sagt, der Nachtinachtbaum leuchtet normalerweise am Tag. Aber kannst du mir sagen, wieso er dann nachts so anders aussieht? Oh. Nachts schläft er. Natürlich ist alles dunkel. Auch Nachtinachtbäume schlafen. Also, wie sollen wir ihn aufwecken? Der Nachtinacht-Tanz. Nachtinacht. Es funktioniert, Bartleby. Nachtinacht. Wow, einfach wunderschön. Sieh dir all die Nachtinachts an. Aber True, sie sind so weit oben. Wie sollen wir sie runterbekommen? Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Greiferlein. Wunsch werde wahr. Greiferlein. Hallo, Greiferlein. Ich brauche deine super Klebekraft, um all diese Nachtinachts runterzuholen. Aha, oh yeah. Lass uns zupacken, Greiferlein. Greiferlein. Aha. Gut zugegriffen, Greiferlein. Dankeschön, dass du uns geholfen hast. Greiferlein! Und jetzt ab in den Rucksack. Entschuldige, dass wir dich aufwecken, Nachtinachtbaum, aber wir besuchen gerade die Yetis und... Irgendjemand hat Wasser auf die Nachtinachts geschüttet und jetzt sind sie aus. Ich weiß nicht, nur mal so. Auf jeden Fall haben die Yetis ein kleines bisschen Angst im Dunkeln. Was auch absolut nachvollziehbar ist. Mann.
Wäre es okay, wenn wir ein paar deiner Nachtinachts ausleihen? Mm. Oh, danke, Nachtinachtbaum. Dankeschön. Wir gehen besser ins Yeti-Dorf zurück. Gute Nacht, Nachtinachtbaum. Nachtinacht! Es tut mir leid. Alle meine Tränke sind zerstört. Ich kann nichts mehr tun, um euch Licht zu bringen. Hey, da hinten ist Licht. Die sehen wie Nachtinachtlichter aus. Hey, es sind True, Bartleby und Snick. Wir sind zurück. Hey, Leute. Jetzt haben wir genug Nachtinachts, um das ganze Yeti-Dorf zu erhellen. Und ich hatte weder Angst vor der Dunkelheit noch vor meinem Schatten. Naja, vielleicht ein bisschen. Wir wollten nur sagen, dass es uns wirklich sehr leid tut. Wir haben uns so von den Yeti-Traditionen mitreißen lassen, dass wir nicht erkannt haben, welchen Schaden wir anrichten. Gibt es denn nichts, das wir tun können, um den Yetis zu helfen? Baby! Nachtinacht! Den hab ich! Ja! Hey, mitmachen? Du vielleicht, Snick? Ich glaube, Sie haben keine Lust, Bartleby. Weitermachen! Alles klar! Bist du bereit, Grog? Mein schwebender Lotus-Tiger-Kick wird dich bezwingen. Heya! Keine Sorge, Grog, ich fang dich. Ja, toller Fang, Grog. Alles klar, Jörg. Ich schätze, dann sind wir jetzt wohl in der Mitte. Ja. Jetzt wirf ihn zu uns zurück und Bartleby versucht, ihn zu fangen. Und ich bin sowas von bereit. Immer noch bereit. Willst du uns den Ball nicht zuwerfen, Grog? Oh Mann, sie ist härter als ein harter Fischbus, die Cracker. Komm schon, Grog, willst du nicht mit uns teilen? Teilen macht Spaß. Bee, ich glaube, es ist Zeit für einen Song. Was sagst du, Grog? Soll ich einen Song übers Teilen mit dir teilen? Oh, bitte sag ja. Und du hast mehr Spaß. Teilst du deinen Sitz mal im Bus, bekommst du gleich neuen Schwung. Teilen hält die Freundschaft jung. Nicht zu teilen wäre ziemlich dumm. Teilen macht Spaß. La 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 la. Also, was denkst du, Grog? Darum geht es beim Teilen. Okay, dann spielen wir nochmal. Diesmal bin ich in der Mitte. Bartleby, du wirfst zu den Drillingen. Alles klar, versuchen wir es nochmal. Schwebender Lotus-Tiger-Kick. Yeah! Wow, Bartleby, der ging wirklich weit. Ja, vielleicht etwas zu viel Tiger und nicht genug Lotus. Hey, wartet auf uns! Ich glaube,
glaube, ich kann ihn sehen. Nein, das war nur ein Stein. Und bei dir, True? Nein, ich kann ihn auch nirgendwo sehen. Pass auf, wo du hin trittst, Bugsy. Hey, Leute, hier drüben. Ich glaube, ich hab den Ball. Er ist hier, neben diesem Stockding. Na? Ja, einen Moment. Wofür ist dieses Ding da? Nein, ich verstehe es nicht. Kennst du das, wenn dein Rücken juckt, aber du alleine einfach nicht drankommst? Damit kannst du dich am Rücken kratzen. Oh, es ist also einfach nur ein Kratzstock. Das ist nicht einfach nur ein Kratzstock. Er ist ein ganz besonderer... Mega toller... großer Kratzstock aus dem niemals endenden Wald. Oh, davon habe ich auch einen. Siehst du? Oh, das ist gut. Sich kratzen zu können ist für Yetis besonders wichtig, weil ihr dichtes Fell ganz leicht anfangen kann zu jucken. Ich glaube, ich brauche ein Katzennickerchen. Diese Aufregung lässt mich schon rot sehen. Ich kann es auch sehen, Bartleby. Es ist ein roter Yeti. Ein roter Yeti? Gut geteilt, Grog. Heißt das etwa, dass wir den Teilen-Song nochmal singen können? Vielleicht, aber jetzt noch nicht, Bartleby. Ich werde versuchen, mit ihm zu reden. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Hey du, ich bin True und das sind meine Freunde. Wollen wir auch Freunde sein? Eine tolle Sache am Befreundetsein ist das Teilen. Magst du es probieren? Siehst du? Und jetzt habt ihr beide Spaß. Oh ja, jetzt haben alle Spaß. Wir haben noch nie einen roten Yeti gesehen. Bist du ganz alleine hier? Noch ein roter Yeti? Oh, es scheint so, als wäre der Kratzstock bei den roten Yetis auch schwer angesagt. Meins! Wie viel Spaß wir gerade noch alle zusammen hatten? Okay, True, singen wir jetzt den Teilen-Song? Ich bin nicht sicher, ob das helfen würde, Bartleby. Mein! Fährst du gerade mit dem Eiscreme-Boot? Ist dein Haar... Ihr Lieben, bitte! Was ist denn hier los? Der Kratzstock! Das ist wirklich sehr merkwürdig, Bartleby. Was ist hier los? Ich bin nicht sicher, aber es hat angefangen, als die Yetis nicht teilen wollten. Dann wurde der Kratzstock mitgenommen. Und der Wald fällt langsam auseinander. Wenn wir einfach einen neuen Kratzstock finden könnten, würde vielleicht alles wieder normal werden. Hier ist ein Stock. Okay, bleib zurück, True. Denn das ist ein Job für eine Kitty-Nati-Ninja-Katze. Bartleby, es ist nichts passiert. Was? Ach, wie blöd. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Oh, True, Gott sei Dank. Ich fürchte, wir brauchen deine Hilfe. Die Waldkinder überfluten Regenbogenstadt. Oh, raus da. Das sind meine Haare, nicht dein Zuhause. Yeah.
Hast du irgendeine Idee, wieso das hier gerade passiert? Also, es gibt ein winziges Problem im niemals endenden Wald. Und zwar nur, weil die roten und blauen Yetis nicht teilen wollten. Und der Kratzstock ist verschwunden. Der große Kratzstock des niemals endenden Waldes ist verschwunden? Oh nein! Im Wald herrscht Frieden, solange alle miteinander auskommen. Wenn niemand mehr teilt und der Stock verschwunden ist, wird alles im Wald anfangen, auseinanderzufallen. Keine Sorge, Regenbogenkönig. Bartleby und ich machen das schon. Ich hoffe, er übertreibt. Ich fürchte nicht. Wir brauchen Wunschhilfe. Au, Kyomalau! Zum Wunschbaum, bitte. Schnell, schnell, Kyomalau! Danke, Kyomalau. Wir sind gleich wieder da. Ich krieg den Kleinen einfach nicht wach. Sieh, wir brauchen Hilfe. True, Bartleby, toll, dass ihr da seid. Dieses Waldkind ist plötzlich einfach im Wunschbaum aufgetaucht. Das liegt daran, dass im Wald Chaos herrscht. Die Waldkinder sind alle verschwunden. Sie sind alle in der Stadt. Und auf deinem Tisch. Weil die roten Yetis den Kratzstock mitgenommen haben. Was die blauen Yetis wirklich aufgebracht hat. Wusstest du von den roten Yetis? Rot, hier bei uns. Hier im Regenbogenbereich. Okay, da ist ja wirklich viel los. Lasst uns sitzen. Und nachdenken. Also, True, wie genau kann der Wunschbaum dir helfen? Zuerst muss ich den Wald reparieren, damit die Waldkinder wieder zurück nach Hause können. Ja, das wäre wirklich... Ja, bitte hilf ihnen dabei, wieder nach Hause zu können. Danach muss ich den Kratzstock finden, um ihn wieder dahin zurückzubringen, wo er hingehört. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Was für tolle Wünsche das sind. Mal sehen, was die Wunschklopädie über ihre Kräfte zu sagen hat. Das ist Zurücki. Diddu, Zurücki! Schön, dich wiederzusehen, Zurücki. Diep, 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 diep. Denk dran, Zurücki ist ein Rückwärtswunsch, der alles zurücklaufen lassen kann. Dich aber nur versteht, wenn du rückwärts sprichst. Recht, ich hab? Diddu? Perfekt. Zurücki kann den Wald in den Normalzustand zurückbringen. Also, Zurücki, helfen mir, du kannst? Der nächste ist Schnupper. Schnupper ist ein Riechwunsch, der einfach alles finden kann, indem er seinen supersensiblen Schnupperer einsetzt. Schnupper, du kannst uns helfen, den Kratzstock zu finden, sodass wir ihn wieder dahin zurückbringen können, wo er hingehört. Aber denkt dran, Schnupper ist super schnell, also lasst euch nicht abhängen. Alles klar. Und dann haben wir noch Wühli. Wühli. Schön, dich kennenzulernen, Wühli. Wühli ist ein mächtiger Wunsch, der sich unter allem durchwühlen kann. Das ist unglaublich. Ich weiß zwar noch nicht, wie unter etwas durchwühlen uns oben im Wald helfen soll, aber ich werde mich tiefer damit beschäftigen. Susip, Sap, Wünsche in den Rucksack. Danke, Sie. Ich wünsche euch viel Glück. Wünsche, der war gut, Sie. Es ist True. Sie wird das alles wieder gerade biegen. Ich hatte mich gerade an meine neue flauschige Kopfbedeckung gewöhnt. Danke, Kyomalau. Also bringen wir den Wald wieder in den Normalzustand. Zeit für meinen ersten Wunsch.
Zu ausgewählt bist du. Oh, richtig, das habe ich vergessen. Laut sie muss ich mit Tsuruki rückwärts reden. Mal sehen. Du bist ausgewählt. Su, Sap, Sep. Barwerdewunsch. Tsuruki auf, wach. Tsuruki, hi. Helfen zu bereit? Oh, sagtest du bereit zu helfen? Ich auch. Auch ich. Zurück, Bären, die bringen. Oh, Bären, wir haben euch vermisst. Oh, und jetzt die Pilze. Oh, das sollte aber nicht passieren. Das auch nicht. Und das erst recht nicht. Ach, wie blöd. Das ist ein richtig großes Problem, wenn nicht mal Wunschkraft dem Wald helfen kann. Ich glaube, Tsuruki fühlt sich schlecht, aber das ist doch nicht Tsurukis Schuld, oder doch? Sorge keine. Schuld eine nicht ist das. Probieren fürs Danke. Rucksack den in ab. Tsuruki! Oh nein, sie sind alle so hungrig und müde. Und es juckt sie. Oh, ich glaube, der einzige Weg, den Wald wieder in den Normalzustand zu bringen, ist, wenn wir irgendwie den Kratzstock wiederfinden. Aber wie sollen wir ihn finden? Da kommt jetzt Schnupper ins Spiel. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, Zap, Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Schnupper. Wunsch werde wahr. Hallo, Schnupper. Schnupper. Glaubst du, du kannst den Kratzstock erschnüffeln? Irk hat den Kratzstock vorhin als letzter benutzt. Also schnupper an ihm, damit du ihn finden kannst. Schnell, Bartleby, wir müssen an dem Superschnüffler dranbleiben. Ich liebe es, von einem Yeti getragen zu werden. Überraschend sanft. Möchtest du einen Fischpusti-Cracker? Oh, da war du. Gut geteilt, Bartleby. Sieht so aus, als hätte Schnupper etwas gefunden. Okay, alle runter. Ich kann den Kratzstock nicht sehen. Ich frage mich, warum Schnupper hier gestoppt hat. Was ist hier, Schnupper? Wo ist der Stock? Ist er hinter den Steinen? Hey, ich glaube, ich kann etwas hören. Wahrscheinlich sind die roten Yetis mit dem Kratzstock auf der anderen Seite der Wand. Aber True, wie sollen wir denn da durchkommen? Wenn wir es nicht schaffen, durch die Wand zu kommen, wühlen wir uns drunter durch. Danke, dass du uns geholfen hast, Schnupper. Und jetzt ab in den Rucksack. Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip, Zap, Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Wühli. Wunsch werde wahr. Hallo, Wühli. Der Kratzstock ist auf der anderen Seite von diesem Felsen. Kannst du dich drunter durchwühlen? Wühli! Du hattest recht, True. Es gibt ganz viele rote Yetis. Hallo, Zu.
zusammen, ich bin True und das sind Bartleby und Grog. Und ich glaube, kennt ihr schon. Hi! Hi! Meins! 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 Oh nein! Die Babys imitieren schon wieder ihre Eltern. Wie gewonnen so zerronnen. Dich dabei zu haben. Zurück in den Rucksack. Jetzt lass uns diesen Teilenstock dahin zurückbringen, wo er hingehört. Hiermit benenne ich den großen Kratzstock aus dem niemals endenden Wald um in den großen teilbaren Kratzstock des niemals endenden Waldes für alles, was juckt. Egal, ob es nun doll juckt oder weniger doll. Siehst du, ich hab's dir gesagt, True. Unterschätze niemals die Macht eines guten Teilen-Songs. Du hast recht, Bartleby. Lasst uns singen. Teilen macht Spaß.